Wir haben Mitte Dezember 2014, also letztes Jahr, angekündigt, dass wir den Standort wechseln und dass wir ein festes Datum haben und dass wir mit dem neuen Namen starten, mit Vienna Content. Aber dass wir unser Konzept mit dem Fokus Osteuropa weiterführen und weiter ausbauen. Das heißt, wir haben uns entschieden, also am Fokus weiterzuarbeiten, weil wir daran glauben, dass dieser Fokus richtig ist für den Standort Wien. Das ist ein Drittel osteuropäische Galerien, ein Drittel österreichische Galerien und ein Drittel aus aller Welt. Und dieses Jahr haben wir 99 Galerien und sind diesem Fokus treu geblieben und haben den, weiß nicht, verfeinert und haben ungefähr die Drittelregel eingehalten und arbeiten halt, ja, was das Konzept der Messe geht, an diesen Gruppen weiter. Schön ist es auch, dass wir dieses Jahr die Messe sehen, dass sie sich als Instrument beweist, als Kooperation zwischen Künstlern und Wirtschaft. Das ist einmal das Resultat dieser Kooperation. Unser Langzeitpartner Eli, genauso wie unser Langzeitpartner Die Angewandte, hat mit unserer Hilfe einen Wettbewerb ausgelobt für alle Studierenden. Und mehr als 100 haben eingereicht und haben gepoolt um die Sonderedition einer Dose. Und in der Jury saß der Art Director Illy International, der alle diese Dosen mitkuratiert, der das entscheidet. Der Direktor Gerald Bast von der Universität der Angewandten Kunst hier in Wien und meine Wenigkeit. Ich kann sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht und es hat besonders Spaß gemacht, Künstlern positive Nachrichten zu überbringen. Die haben sich sehr gefreut. Und das ist das Resultat und ich hoffe, dass wir als Messe weiterhin diese Plattform sein werden und dass unsere Plattform sich weiter auswachsen wird. Und die Gewinnerin dieses Wettbewerbs ist Dasha Zajchanka und das ist aus der Grafikdesign-Klasse von Professor Dr. Carter. Und die internationalen Galerien, die fühlen sich auch sehr wohl. Wir haben tolle internationale Galerien dabei. Einige, die es unser Treiben und unsere Arbeit sich die letzten Jahre angesehen haben und dieses Jahr sich entschieden haben, sich zu bewerben und teilzunehmen. Und da freue ich mich sehr. 2012, als ich gerufen worden bin, hier nach Wien zu kommen, war hier in Wien ein Fokus auf Osteuropa gelegt. Nur ich hatte den Eindruck, dass man im Endeffekt trotzdem Osteuropa sehr schlecht kannte. Man hatte das, die Galerien haben teilgenommen, aber irgendwie kam es nicht zu diesen Begegnungen mit dem lokalen Standort. Und dann haben wir uns überlegt, einen Fokus einzuführen, dass man praktisch eine Kunstszene etwas besser kennenlernt. Dass einige, nicht nur die Galerien hier sind, sondern auch einige der anderen Hauptdarsteller dieser Szenen dann hier sind. Künstler, Museumsleute. Und die dann wirklich ein bisschen in die Tiefe gehen, was ihren Schauplatz angeht. Das haben wir ganz gut gemacht, glaube ich, die letzten Jahre. Mit Georgien, mit Polen, dann mit Bulgarien dieses Jahr. Das heißt, es gibt verschiedene osteuropäische Länder und alle sind ganz verschieden. Ja.
glaube, zeitgenössische Kunst, und wenn man sich das ansieht, bewegt das viele Leute. Ja? Es bewegt, wenn die Galerien eröffnen, bringt es sehr viele Leute zusammen, es bringt viele Leute zur Kunst, ja, oder zur Kultur und während des Jahres. Und ich glaube, indem man zusammenarbeitet, das heißt Format, weiß ich, wie das Gallery Weekend, ja, das die Leute zusammenbringt, oder Curated By und die Messe, das ist etwas, was viele internationale Leute nochmal hier hinbringt. Ja. Und den Austausch zwischen den lokalen Spielern oder den lokalen Galerien, Sammlern und internationalen Sammlern ermöglicht. Ja. Da werden Netzwerke aufgestellt oder gepflegt und man erzählt sich von der Wiener Kunst oder von der österreichischen Kunst, und das ist einfach unglaublich wichtig. Ja.